Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Crash of the Titans. Ja, ihr seht, ich habe das Level schon auf 100% gemacht. Ist eine blöde Geschichte, kann ich euch erzählen. Gestern, also Samstag, habe ich den Part bereits aufgenommen. Und der Part war wirklich mega geil gewesen, es war wirklich richtiger Rage dabei, weil das Level ist einfach nur scheiße schwer. Ich habe da wirklich mal richtig ins Mikrofon gebrüllt, da waren Freudemomente, als ich es endlich geschafft habe, da war einfach alles drinne. Und dann wollte ich den Part beenden und was sehe ich? Die Aufnahme ist abgeschmiert. Und somit war der Part weg. Da das Spiel automatisch speichert, konnte ich jetzt leider nichts dran ändern. Ja, aber natürlich mache ich das Level nochmal mit euch. Aber ich sag euch jetzt schon mal eins, ich mache es nicht auf 100%, also zumindest hole ich nicht die Combo, weil die Combo war extrem scheiße. Die Combo war zwar nicht viel, das waren glaube ich nur 25, aber hier 25 zu schaffen, das ist eine Leistung. Mal kurz anders hinsetzen, so. So, ich hab mir gestern noch irgendwie mich am Daumen verletzt, ich habe jetzt einen Verband um den Daumen, ich hoffe, das funktioniert trotzdem. Also, wie gesagt, wir gehen das Level einmal mal kurz durch. Ich zeige euch, wo die Spielbots sind. Ich werde mit euch in den Mojo-Raum gehen. Aber halt nur die Combo. Oder auch jetzt die Handlanger, König. Ich werde mich jetzt nicht darauf konzentrieren, wie viele von denen ich töte. Ich werde euch das Level nur kurz zeigen, weil ich denke, Combo und so, das könnt ihr auch Episode selbst rausfinden. Von Bäumen und Stämmen. Also ja, jetzt nicht wirklich schwer. Wie gesagt, ich kann euch jetzt sagen, Combo 25. So, ich hoffe, dass die Aufnahme spielt diesmal nicht ab. Und ihr seht, ich habe nur noch 2 Leben. Ja, gut. Ich habe sehr viele Leben verloren gestern in dem Level, weil, wie gesagt, das Level ist scheiße schwer. Und hier bei dem Sprung, also hier, ist schon... Ihr wisst schon, diese dieses Steelbook. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja. Ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt. Verdammte Scheiße. So, komm du mal her. Ihr wisst schon, diese scheiß Moto-Puppe. Ja, wo man halt die Zeichnungen so bekommt. Ich habe gerade wirklich den Namen vergessen. Das tut mir wahnsinnig leid. Ich kann es gleich gerne nochmal nachgucken mit euch, aber... Ihr seht, 65, bei diesen Pennern hier musst du mal töten. Und ich habe die ganze Zeit, gestern versucht, hier die scheiß Combo zu holen. Holt die nicht hier. Hier schaffst du das nicht. Oder ich denke schon, dass du das schaffen könntest, aber es ist einfach nur scheiße schwer, weil sobald du, von diesem Roller, Rhino-Roller da absteigst, kommen sofort 2 neue und das ist echt scheiße. Finde ich fast schon nicht möglich. Also ich habe es definitiv nicht hier geschafft. Sagen wir es so. So, dann machen wir noch hier die Dinger kaputt, weil das gibt Mojo. Mojo auch ganz geil. Und dann hier durch. Das schafft man auch nur mit dem hier. Also... Ring. So, hier haben wir schon den ersten Spiobot. So, ich glaube, ich habe die Combo da hinten geholt. Und da ist mir auch die Aufnahme abgeschmiert. Ich meine, genau hier ist mir die Aufnahme abgeschmiert. War schon nämlich... Die Aufnahme war nämlich ziemlich weit am Anfang noch. Deswegen, wäre die ja jetzt vielleicht kurz vom Ende gewesen. Dann hätte ich ja sagen können, ja, okay, jetzt könnt ihr euch ja noch zeigen, aber... Direkt am Anfang ist scheiße. Ja, ich habe die hier geholt. Bei denen da. Ja. Also, falls ihr irgendwie... Ihr könnt ja die Combo machen, wo ihr wollt. Ja, aber... Wie gesagt, ich sage euch nur Bescheid. Ich habe die hier geholt. Oh, Voodoo-Asi-Kostüm. Ja, dann ist das sogar vielleicht sogar ganz gut, als ich das Level nochmal gemacht habe. Ist ja gar nicht mal so scheiße, haben wir doch mal was freigeschaltet, also ist der Part nicht ganz für den Arsch. So, boah, ich hasse die. Ich hasse die wie die Pest. Von denen habe ich gestern übrigens auch
das Kostüm freigeschaltet von diesen, ich weiß nicht, wie sie heißen. Aber ihr wisst das wahrscheinlich. Von diesen Flatter, die Fledermäuse. Ja. Kämpfler, Kämpfler. Ein paar Voodoo-Asis hier töten. Nein! Okay, ich stehe in seinem Sichtfeld. Ich sollte hier abhauen. Okay. Ganz ruhig, wir haben alle Zeit der Welt. Wir haben alle Zeit der Welt. Absolut keinen Stress hier machen. Und dann hauen wir das in den rein. Nice. Okay. So, ihr seht, da ist schon der zweite Spielbot. Also die Spielbots waren echt mega easy. Und dann jetzt nicht das Problem. Oh, sogar noch vier. Oh, vier Leben habe ich schon wieder. Das ist geil. Ah, Voodoo-Hasi, wie gesagt, da konzentriere ich mich jetzt nicht drauf, alle zu töten. Und fünftes Leben, Alter, was geht denn gerade bei mir? Warum war ich denn gestern nicht so gut? Ja gut, da kannte ich das Level noch nicht und hab's auch auf 100% gemacht. Hier renne ich ja gerade nur schnell durch. Aber trotzdem wird das ein langer Part, weil ich habe gestern für die 100% schon, ich glaube, fast eine halbe Stunde gebraucht. Also, boah, die Stelle, da habe ich, glaube ich, am meisten Leben verloren. Okay. Erstmal vor diesem Typen da abhauen. Dann den Typen wechseln. Ah, scheiße, das hat er mich. Das hat er mich erwischt. Okay, das war's. Aber egal, die sind ja nicht so schwer, da habe ich ja absolut kein Problem mit. So, der Voodoo-Hasi. Die Hasi. Stolz geht's. Ich versorg Tom. Ohne Patchmaske. Nein, 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 ganz ruhig. Ganz ruhig, Freunde der Sonne. Wir haben die Patchmaske, alles gut. Muss mich gerade ein bisschen konzentrieren, Entschuldigung. Ich hab wenig geredet. Das tut mir leid. Ruhig, Blut, Jung. Du auch. So, da müsste da, genau, da kommt nämlich der Mojo-Raum. Und hier müsste eigentlich auch der letzte Spio-Bot sein. Also die Spio-Bots sind immer hinter, immer hinter diesen Toren. Ja, ich sehe den dahinter, der ist hinter dem Mojo-Raum. Ja. Und damit hätten wir schon alle Spio-Bots. Und dann gehen wir in den Mojo-Raum, der war gar nicht so einfach. Ich habe das gestern einfach so brillant gemacht. Ich habe einfach mit einem Schlag alle getötet und dann, ja, geht wieder Part verloren. Hahaha, ich schaff's nochmal. Ah, nice. Nice.
Das ist geil. Das ist geil. Und somit hätte ich es halt geschafft. Ja, also. Mega easy. Brauchen wir nicht weiter lange zu diskutieren. Das war sauber. Ja, und dann geht's weiter. Und ich glaube, dann dürfte jetzt sogar gleich schon das Ende kommen. Das Level ist eigentlich mega kurz, ey. Ich habe gestern eine halbe Stunde gebraucht. Wahrscheinlich, weil ich für die Kombo so lange gebraucht habe. Verdammte Scheiße. Aber ist ja egal. Wie viele Voodoo hat es hier eigentlich noch? Schon noch ein paar. Hopp. Ah, vielleicht kriege ich die ja noch alle. Nee, ich glaube, da kommen keine 10 mehr. Nee, da kommen keine 10 mehr. Ne, hier ist Ende. Einmal zack. Dann zack. Dann zack. Und da oben in das Fenster grind. Ja, wie gesagt, nur mal schnell durchgerannt, alles gezeigt. Ja, Spielrobots da, ja, 25 Bronze, aber ich habe da schon Gold. Voodoo hat die Kostüme aber freigeschaltet, immerhin etwas. Und dann werde ich euch jetzt noch halt die Grafiken zeigen. Konzeptgrafik, ah, so hieß die, genau. Stimmt. Das zeige ich euch noch, weil da habt ihr auch gestern nicht mitbekommen. Hier Baum. Da Bahn. Das ist das Haus, wo wir gerade reingegrindet sind. Das. Ja, ist schon das. Ja, da sind die Ketten, diese Tore. Noch mehr Tore. Das hat mich verdammt irritiert, auch gestern schon. Ja gut, da ist aber das Haus. Da ist aber das Haus. Da ist aber das Haus. Und das. Was? So, wie gesagt, es tut mir wahnsinnig leid, dass ich da jetzt so schnell durchgerannt bin. Es war ein super Part gestern. Ich hoffe trotzdem, es hat euch nicht zu sehr enttäuscht jetzt. Mich hat es auf jeden Fall sehr enttäuscht gestern, weil ich war wirklich dann ein bisschen angepisst. Aber man kann da leider nichts gegen machen. Ich hoffe, Episode 17 klappt besser. Wir sehen uns hoffentlich da wieder. Und ich sage bis dahin. Tschüss.